Also man kann auch nicht sagen, dass diese Riesenveranstaltung, also ich war ja vorwiegend da in der Gethsemane-Kirche zugange, wo in der wichtigsten Zeit so Abend für Abend 2.000 bis 3.000 Leute versammelt waren. Und das waren nicht zum großen Teil Leute mit Ausreiseantrag. Davon gab es einen erheblichen Anteil. Aber ich würde mal schätzen, dass die Mehrheit ja Leute waren, mit denen wir uns in der Frage einig waren, oder in der Feststellung einig waren, es muss sich ganz viel ändern hier. Also man kann nicht sagen, dass das da alles Bürgerbewegte gewesen seien. Das war wie so ein Magnet und viele Leute, die unzufrieden waren, sind da hingekommen. Das hat ja dann später häufig so den Frust erzeugt, wo sind die ganzen Bürgerbewegten geblieben? Das waren noch mal Tausende. Das halte ich aber für einen verhängnisvollen Irrtum. Also es waren sich sehr viele Leute in der DDR einig in der Frage, wogegen sie sind. Diese so existierende DDR, die hatte keine Zustimmung mehr. Wenn man andersherum fragt, wofür seid ihr denn dann, wenn ihr diese DDR nicht mehr wollt, dann gingen die Meinungen natürlich sehr auseinander. Und da können, glaube ich, die Leute, die aus der Bürgerbewegung kommen, nicht mehr für sich in Anspruch nehmen, wirklich im Sinne von Mehrheiten der Bevölkerung gesprochen zu haben.